Eins, zwei, drei. AOS macht Spaß. Oh, kein AOS, verdammt. Heute total inkognito im örtlichen Gegebenheiten. Jetzt geht's ab. Ich hab gehört, da haben wir im Hintergrund jemanden, ne? Wer ist da? Ja, ja, heute gibt's keine Bilder von uns, heute machen wir mal einen richtig Abfuck-Bad-Rap. Wir machen ein Gastspiel zwischen meinen Jeans-Dealern und Marvin Skiba, The Fist of Tournament. Kommt hier demnächst auf den Tablefighters Tournament tatsächlich 2.0 mit sein. Was spielst du? Dark Angels und Dark. Ich hoffe, ich kassiere nicht zu sehr. Ja, richtig. Wir können mal rübergehen. Das heißt, wir machen heute mal ein Speed Battle-Rap mit zwei Turnierarmeen. Einmal Crunchy's Jeansteers, habt ihr gerade gesehen, ein Teil. Und das sind Marvins coole Dark Angels. Alles noch ziemlich VIP. Ja, aber ja, also stört euch heute nicht. Richtig, wir haben heute ein bisschen unbemalten Kram dabei, müssen Gas geben. Das ist aber geil, die werden wir demnächst in einer richtig schönen Bat-Rap sehen. Haben wir dann alles bemalt. Sehr geil. Oh, ganz wenig Landung gab es gegen meine Jeans hier. Also ich hoffe, dass du die erste Runde haben wirst. Na, wir werden sehen. Ich hoffe ja nicht. Ein Ritter, mal gucken, wie ich den kaputt kriege. Boah, Lenz wieder. Boah, ich bin schon wieder nur am Rumheulen, wie immer. Und dann gewinne ich vielleicht noch. Man kennt das ja. Plasma-Kanonen. Ja, was hast du für Formationen eigentlich? Komm, mach mal direkt Armee-Vorstellung hier. Ist das quasi die Dark Angel-Version der Gladius Strike Force, eine Alliance Blade Strike Force. Okay. Sprich dasselbe wie auch zwei Battle Demi Kompanien. Dann kriege ich die Transporter umsonst. Ach so. Und als Auxiliary stelle ich das Ravenwing Support Squadron, drei Landspeeder mit Typhon und schweren Boltern und einen Darkshroud mit schweren Boltern, die bilden ein Squadron. Somit übergeben gibt der Darkshroud seine Sonderregel Schleier auch an die Landspeeder und die haben vom offenen Feld einen Vierer Decker, wenn sie ausweichen schon ein Zweier, wiederholbar durch Ravenwing. Ja, und ganz normal dann noch als dritte Formation mehr oder weniger ein einzelner Ritter. Ja, okay. Achso, das sind die Devastoren von der Lions Blight genau, vor. Genau. Boah, Junge, da gab's ja nur umsonst und das umsonst und dann hast du, boah, Junge, wenn du Killpoint spielst, bist du am Arsch. Ja. Aber aktuell sehe ich so meine Sache, wir haben nicht viel Spielzeit, deswegen wird es auch ein bisschen heute schnell vorangehen. Ich hoffe, es wird euch nicht stören. Aber, boah, leck mich am Arsch, wie soll ich denn das alles kaputt kriegen? Ja gut, ich gehe mal direkt rüber, gehen wir mal zu meiner Jeansteers Armee, das ist das, was ihr schon immer kennt. Das ist hier dieses Insurrektionskontingent, ja. Auch Erektionskontingent genannt, wenn man die spielt, dann geht einer einen ab. Ich spiele den Broad Cycle, das ist ja wieder der Standard mit den drei Akolyten-Truppen, dann die Metamorphs, zweimal Neophyten-Truppen, die Standard, die ich habe. Patriarch ist mein Kriegsherr, der hat tatsächlich auch mega krasse Biomantie-Psykräfte ausgewirkt. Der hat einmal kräftigen und Eisenarm, das heißt, er hat Verletzungen ignorieren, ewiger Krieger, dann mit wie viel W3 Widerstand, glaube ich, die Geschichte. Wuchtige Hiebe oder drei sogar fest. Dann habe ich noch Kriegsherren sogar für ihn ausgewürfelt, dass er es stirbt nicht kriegt. Also der rastet heute voll aus. Mein Magus hat wieder die Psykräfte versucht. Der hat irgendwelchen Schrempel ausgewürfelt. Fragt mich nicht, muss ich mal nachgucken. Aber nicht das Geile mit ich beschwöre Einheiten. Icon Ward, wir haben den 20er Symbiontentrupp. Wir haben als in Brad, wir haben die Kultmutanten-Formation die 4 Aberrants genommen. Diesmal spiele ich keine 8, sondern einmal nur 4. Weil ich die anderen 4 reinpacke in dieses, oh, wie heißt das, die andere Formation, wo ich immer 2 Würfel dazu nehme, wo die kommen. Und eine Einheit 3, quasi die eine Einheit 3, wo der Primus angeschlossen ist. Den Magus weiß ich immer nie, wo ich den anschließe. Meistens schließe ich den einfach nur irgendeinen so einen Pillerball-Neophytentrupp an. Der kommt auch einfach an einem Fünfertrupp dran. Ja, ansonsten habe ich auch noch ein bisschen was unbemalt. Ich muss mir etwas leihen, weil die stehen bei mir zu Hause auf der Painstation. Das heißt, 10 Ganten und einen geflügelten Schwarm der Hand mit, wie man ja optisch sieht, 2 Doppelneuralfresser. Also synchronisiert. Wir spielen, was für eine Mission, Marv? Das ist so unser Spielfeld hier. Hammerschlagaufstellung haben wir. Okay, Hammerstellen. Oh. Mission erkunden und sichern. Sprich, 6 Marker, Marker 1. Ja. 2 Marker sind 1 Punkt wert, 2 Marker sind 2 Punkte wert, 3 sind 3 Punkte wert, 2 sind 3 Punkte wert. Okay. Und die Marschmission, verdeckte Operation. Verdeckt ist immer 3 Karten aufziehen und niemand weiß, wer was hat. Genau. Okay, und Hammerschlag. Okay, also wir verteilen jetzt 6 Marker. Dann machen wir es quasi so, dass quasi 1 und 2 sind jeweils 1 Punkt wert. 3 und 4 sind 2 Punkte wert. Und 5 und 6 sind 2 Punkte wert. 3. 3. Achso, nee, 1, 2, 3. Ja, hast recht. Dann nimmst du die, hast du deine. Jo. Machen wir auch direkt Live-Aufstellung hier. Geht's richtig hart zur Sache. Ich würfe mal, ich habe eine 2. Ich eine 4. Eine 4. Okay, Story gibt's nicht. Story heißt heute voll auf die Fresse, Turnierniveau.
Zeitdruck werden wir alle haben. Das hat man auf dem Turnier auch. Marv stellt direkt seinen Dreiermarker. Ja. Gut, ist ich glaube. Strom oder steht das gerade wirklich so? Das steht so, so okay. Behindert, ja. So gegen Monk-mäßig hier einmal ein schiefes Geländestück. Ja. Du bist dran. Achso, die 6 ist da? Die nicht. Ja, gut, die ist scheißegal. Du kommst mit. Du wollte gerade sagen, du kommst überall hin. Boah, Junge. Hammerschlag, das heißt, wir machen nach da oder da. Marvin, du machst mich fertig. Okay, ich gehe mal einmal mit meinem Dreiermarker hier in das Geländestück rein. Okay. Okay. Junge, immer ins Freie. Ja, ich. Ja, ins Freie. Ja, ich glaube das. Ich glaube dir das. So, eigentlich ist mir die Seite auch tatsächlich egal, aber ich versuche mal so weit wie möglich auseinanderzuziehen. Die 3 kommt hier rein. Haben wir da ein bisschen. Okay, sage ich natürlich meine Taktik an. Warum ziehst du dich eigentlich auseinander? Müsstest du nicht eigentlich eher auch zusammensetzen, die Marker? Ja. Das wäre schon cleverer. Obwohl. Ja, komm, wir müssen ja auch ein bisschen coachen. Eigentlich ist es quasi auch ein Coach-Spiel, weil Marvin bereitet sich vor. Wir spielen auch direkt die erste Mission, was er direkt spielt. Weil du musst ja zusammenhalten, weißt du? Gut, im Endeffekt kommt es jetzt auch gleich hinaus. Ich habe darauf gehofft, dass ich dir die Seite geben kann, die scheiße ist. Und ja, dass gut. Ich dann einfach hinter dir stehe. Ja, aber mir ist ja die Seite scheißegal, weil ich komme als Schienstierst überall. Aber gut, es kommt das gleiche hinaus, weil ich will dich auseinanderziehen. Ich komme mit der 2 noch hier hin da. Ja, dann. Wobei das ist eigentlich scheißegal ist. Du hast so viele Einheiten. Kann man Seiten mal so viel, ne? Junge, du kannst an jeden Marker mit 2 Kapseln kommen, fast ungefähr. Ja, so ein Schlechter war noch. Schande. Seitenwahl. Oh. Oh. Immer noch ein. Eine 4, 4. Ja. Eine 5, eine 6. Ja, oh, ich will aber. Ist mir scheißegal, Marvin. Ohne Flachs, das ist. Ich mach mal auf die Seite. Da, ja, haben wir, klar, da haben wir 2 Marker. Hier drüben, da. Ja, jetzt müssen wir auswürfeln. Jetzt erst aufstellt. Genau, Kriegsherrn, Scheiß, haben wir alles schon. Was hast du überhaupt für einen Kriegsherrn? Mein Captain Too Much ist heute einfach nur ein nackter Captain. Ja. Also der mit dem Hammer und Sturmschild. Was hat er für Fähigkeit ausgewählt? Der hat bekommen, ich kann in der ersten Runde einfach ein taktisches Missionsteam erzielen. Also ich ziehe Ich riskiere es mal, weil du spielst Landungsgamseln. Ich werde definitiv nicht die erste Runde nehmen, sondern du. Du darfst aufstellen. Das ist geil, wenn. Du trotzdem zuerst auf und gibst mir einfach den ersten Spielzug? Nee, genau. Schade. Genau. Ich dürfte dir noch die Indie klauen. Das dürfte ich noch machen. Richtig? Kommst du wieder? Ja, gut, das wäre natürlich auch schön blöd, jetzt wirklich alles. Ja. Ich weiß, aber ich kann nicht aufstellen und du kommst runter. Das ist alles. Also für mich ist sowas Kacke. So eine Armee ist echt heftig gegen mich. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade den ersten taktischen Fehler gemacht habe. Das werdet ihr dann gleich beurteilen können. Boah, den Ritter, ey, wie. Oh, Junge. Ich mach mir ein Höschen. Ich bin ein bisschen nackt hier. Ich glaube, da hätte ich lieber die 8 Aberrants als einen Trupp statt 2 Vierer. Aber bitte in dem einen holst du das Missionsziel. Ja, einen Zweier sogar. Gut, da kann wenigstens ein Devastator-Trupp irgendwo kämpfen. Ja, Schande, ey. So, Devastoren wohnen jetzt hier. Ah, das wird heftige Spielchen hier. Dark Angels mit Mega Force gegen meine armen Jeans-Dealers. Ja. Ja, gucken wir uns die Jungs nochmal an, wo sie noch vollzählig sind. Das wird sich bald ändern hier. Ja, hier baue ich gerade ein kleines Display, wie ihr seht. Mal gucken, wann das fertig wird. Aktuell stehen tatsächlich meine Jeans hier hinten an. Also das heißt, ich glaube, wenn ihr das Projekt 250 seht, ich habe geschludert. Also es wird tatsächlich erstmal nur eine Spielarmee werden. Es wird keine Showcase-Armee werden, auch wenn ich hier schon wieder ein bisschen Showcase baue. Aber ich habe gerade Bock auf AOS. Geht gerade voll ab. 1-2 Drass. AOS macht Spaß, aber heute sind wir hier bei 40k. Oh, okay. Einmal Devastoren, stell dir da auf. Da Devastoren. Was sitzt hier drin? Nichts, oder? Das gehört dazu? Die sind angeschlossen jeweils zu den Devastoren. Also der mit der Sturmkanone gehört zu den Raketenwerfern. Ich lasse heute aber nicht drin starten. Achso, da ist wieder reich. Oh, schon ist. Boah, der Ritter macht mir am meisten Sorgen. Gut. Selbst wenn er mit deinen komischen. Ja, die Aberrants müssen reinkommen, aber ich habe keine Unsichtbarkeit, weil ich habe keine Telepathie gewürfelt. Nee, hier sein Brutschwarm mit Rüstungsbrechen kommt auch noch durch, da deine ganzen Symbionten. Ja, oh, das stimmt. Und mit der riesigen Anzahl an Attacken. Und mein Symbiarch ist. Über 90 Attacken und mehr. Oh, das könnte man mal ausprobieren. Schaffst du meine Hörer? Ja, okay. Ich hatte das mit Sebastian schon mal. Hat nicht lange gelebt. Also, das war's, mehr stellst du nicht auf. Der Rest. Und noch die Dark Shores und Achso, genau. Das sind die, gut, ich habe eh nichts Beschussmäßiges. Boah, Junge, scheiße, ey. Ich glaube, das wird zu besonders. Ich habe ein Gefühl, das wird ein schnelles Spiel. Ich hoffe, du würfelst nicht viele 6. Boah, ich habe nur, ja, aber selbst das. Gut, du musst mit der ersten Hälfte runterschocken. Das heißt, mit 4 Kapseln werde ich zu tun haben. Und dem restlichen Scheiß. Oh, ich glaube, ey, Jungs, ich will mal ein bisschen, klar, ich heule jetzt mega rum, aber ich vermute, ganz ehrlich, ohne Scheiß, Marvin, das ist das beste Setup-Spiel, was du haben kannst. Ich finde es eigentlich ziemlich furchtbar.
weil ich eine umfangliche Stehen habe und empfindliche Sachen stehen, die ich eigentlich nicht ganz gerne. Ja, aber du kannst. Guck mal, du hast vier. Du hast halt, ja, aber du hast vier Einheiten. Das heißt, du konntest alleine mit vier Einheiten wieder. Und ich habe ja nicht viel. Ich habe ja nur einen kleinen Scheiß. Eine Schuss, du kommst runter, meine Kapsel schießt mit 10 Bolt und meine 5 Jeans hier sind kaputt. Jo. Das ist brutal. Also ich. Nee, ich glaube, du zerschießt mich ohne Scheiß, weil ich lauter kleine Einheiten habe und das ist für dich ein großes Fressen. Ja, Bolter sind natürlich jetzt wieder praktisch gegen dich. Oder auch hier, also zwei Cyclones mit zwei Schablonen. Jo. Klar, also wenn ihr jetzt gleich riesige Knubbel stellst, was ich sehen werde von dir. Nee, das ist so eine Anti-Armee, glaube ich, gegen 12, mich. 12 Schablonen da rein. Schande. Schuss Bolter und aber die Armee gefällt das schon ganz gut. Aber die gefällt mir aktuell. Also so rein auf dem Papier ist das eine Armee, da. Gut, Turniere sieht man viele Listen. Ich glaube, da ist so ein zwei Demis oder eine Demi-Kompanie ist immer gesetzt, ist ja gespielt. Aber die Kombination ist gar nicht so übel. Hat man da, ist das eine eigene ausgedachte oder ist das sowas Kopiertes? Das ist tatsächlich mal selber ausgedacht, weil ich habe mir angeguckt, was da alles spielt und ich habe ziemlich viele Nahkampfarmeen gesehen und ich hoffe auch, die werde ich sehen. Weil bei der Lions Blade Force habe ich mit den Dark Angels hat man ja sowieso BF 2 im Abwehrfeuer. Ja. Bei der Lions Blade Force habe ich volles BF im Abwehrfeuer. Also ich habe zwei Schussphasen. Ich hoffe, dass da viele Nahkampfarmeen sind, dass ich angegriffen werde. Achso. Abwehrfeuer rein. Ah, jetzt sehe ich das aber auch erstmal. Jetzt, ich dusche, das ist natürlich sehr früh am Morgen. Du hast aber auch nur 5 Mann-Truppen in deinen Kapseln. Genau, die sind halt immer klein, okay. Weil. Aber das reicht für Jeans hier, 10 Schuss. Okay. Ja. Hast du da. Du hast aufgestellt? Ich bin fertig. Okay, dann stelle ich mal auf, dann mache ich aber mal die Kamera aus und. Was heißt, ich stelle auf? Ich komme ja. Ja, genau, ich würfel mal. Ich habe gewürfelt. Junge, ich bringe tatsächlich mal alles aufs Feld, um ein bisschen Mater zu werden, aber ich habe echt eine 6 gewürfelt. Einfach mein Blood Cycle tatsächlich ein 5er-Trupp mit Flammenwerfer hat eine 6 gewürfelt. Selbst meine ganze Formation, die ja immer 2 Würfel benutzt oder 3 Würfel benutzt, hat nichts hingekriegt. Also ich habe hier eine kostenlose Schussphase mit Pistolen, die BIA, die dürfen ihre Hammer schmeißen. Kacke, ey. Oh, was haben die aus... Oh, die habe ich vergessen, ne? Ja, da. Gefallen mir immer noch deine Symbionten, guck, die einfach infiltrieren und nichts machen können. Ja, richtig. Jetzt, der 8-Mann-Trupp habe ich noch. Ich würfe mal eine 4 und eine 5. Oh, noch eine Schussphase. Ja gut, kann ich wenigstens Sprengkanäle würfeln. Ja, also ist krass. Ich darf quasi 3 Einheiten mit einer 5 aufstellen. Der Rest kommt in Reserve. Mein fliegender Schwarmtyrann-Blar wird aufgestellt. Boah, scheiße. Ich stelle mal auf. Das wird echt ein Freudenfest hier. Kacke, Junge. Oh, Aufstellung zu Ende. Wir haben sogar in der Ausstellung die ersten Verluste. Ja, ein Raketenwerfer mit der Sarge mussten. Ich hab mal, ey, scheiß drauf, ich hab eh so Muffensaus, ich hab keinen Bock, mich diesmal in diesem Spiel zu verstecken. Ich bin tatsächlich mit den 10-Mann, 8-Mann-Trupp hier hin, hab die Aberrant sogar noch reingestellt, hab hier den 5-Mann-Trupp, der angreifen möchte. Wenn ich die Ini nicht glaube, wird das nix, klar. Hier in Deckung stehen meine Symbionten, die ja einen 2er Deckungswurf haben. Hier stehen noch 5 Leute. Hier habe ich auch nochmal 5 hingeparkt, weil ich komme so beschissen. Hier noch normale Leute. Schwarmtyrant ist hier. 5 Leute. Hier hinten tummel ich mich an den Marker. Also ich lasse tatsächlich eigentlich nur die 4 aktuell ein bisschen unbeachtet. Die 6 ist egal. Hier dachte ich mal so Lucky Shot mäßig. Klar, bye bye, Jungs. Fuck, aber ich muss das mal probieren. Das hätte ja Lucky Shot mäßig passieren können. Das wäre bei einer Volltreffer, macht man was? W3 rum? W3 kriege ich dann, wenn ich eine Explosion würfe. Das wäre geil gewesen, aber ja, war ein bisschen töricht. Im Turnier macht man, glaube ich, sowas nicht, aber scheiß drauf. Ja. Ich habe immer noch ein bisschen Spaß dabei. Dann sind wir soweit durch. Dann können wir eigentlich, glaube ich, direkt reinstarten. Ne? Wir haben jetzt kannst auch du die Ini klauen? 2 Stunden Zeit. Genau, ich versuche mal die Ini zu klauen. So, das ist das Anhauchen des Würfels. Der ist jetzt warm. Der fällt jetzt genau auf die richtige Seite. Auf die 1. Nein! Ja, gut. Gut, Marvin. Genau, du ziehst Karten, die darf ich tatsächlich nicht sehen. Lassen wir uns überraschen. Dementsprechend seid mal gespannt, wer auf die Fresse kriegt. Also momentan würde ich tatsächlich meine Kohle auf die Nicht-Cheats-Dealers wetten. Aber Marvins Gesichtsausdruck sagt gerade, boah, geile Karten. Ja, vor allem, wenn man genau die Karte zieht, an die man nicht gedacht hat, die man hätte aussortieren sollen. Also, das ist cool. Ist man immer sehr glücklich mit Gladius. Okay, ich mach mal aus, dann seht ihr gleich, wo die Kapseln hinschocken und was passiert alles. Scheiße. Oh, Marvin, deine Runde ist zu Ende, ha? Ja. Boah, Junge, das wird so eintreten, wie ich dachte, ja, ich habe einen Mongo-Fehler gemacht, ey. Ich habe meinen Schwarmtyrant hier hingestellt. Und da waren ja die. Und die schießen ja mit Raketen und ich fliege nicht. Oh, fuck. BF5 auch noch, das macht so immer schön.
Warum habe ich tatsächlich nämlich nicht hier hingestellt? Es ist zu früh zum Spielen. Habe ich das festgestellt, mal so um 9 Uhr anfangen zu spielen, ist nicht gut. Ja, aber trotzdem ist es, wie ich sagte, es ist ein Matchup. Ich weiß nicht, wir haben gerade diskutiert, hätte ich vielleicht gar nichts aufstellen sollen, dann wäre Marvin halt komplett runtergeschockt und ich hätte die erste Runde gehabt. Es hätte aber meiner Meinung nach nichts geändert, außer dass ich meinen geflügelten Schwarmdurant noch gehabt hätte, weil ihr habt meinen Würfelwurf gesehen, was gekommen wäre. Ich hätte mit 3 Einheiten schießen können und nur mit einer Einheit angreifen. Das ist echt krass, ey. Wie viele Würfel habe ich denn bitte gehabt für Hinterhalt? 12? 17? 95? Boah, fuck, ey. Ich denke, hättest du mich ein bisschen mehr verweigert, wäre es besser für dich geworden, weil... Ja, aber wie denn? Aber wie verweigern? Ich schock ja, dann stehe ich ja und dann kannst du ja, infiltrierst du ja nach deiner Tabelle, ne? Ja, aber du schockst... Nachdem ich gekommen bin. Ne, wieso, wo bist du gerade, bei Runde 1 oder was, oder Aufstellung? Nee, Quatsch, du machst das ja vor der Aufstellung. Ja, das sag ich ja, das ist das Kernproblem. Aber ich glaube, ich will trotzdem aus der Reserve, weil ich will sowieso einen Marker und mich dann von hinten aufrollen und wenn dein Typ wenigstens geschafft hätte zu fliegen, dein Tyrann. Ja, das wäre aber das wäre tatsächlich das Einzige gewesen mit Fliegen, weil der Rest hast du ja gesehen, ich hätte nur mit einem angreifen können, 3 schießen können, also... Fuck, ey, also das ist eine. Also ich möchte mit Jeans hier keine Landungskapselliste haben. Das also, ist jetzt aber auch wie immer, ne? Keine Ahnung, was ihr da macht. Gladius kommt runter, tötet viel, das Geheule ist jetzt gleich groß und nach ein, zwei Runden sieht das schon wieder ganz anders für mich aus. Ja, jein. Es kommt wirklich drauf an. Du sagst, du hast noch 4 Landungskapseln zu kontern. Also ich habe jetzt noch gute Chancen, weil ich Counter-Attack mache, klar. Problem ist aber er. Das heißt, kurz gesagt, er hat die aufgeraucht, das war aber klar, das war auch. Ja, ein 10er-Schrupp sollte der ja wohl schaffen. Natürlich, das war jetzt von meiner Seite aus auch wirklich eine Blödsinnsaktion, aber es hätte ja wirklich klappen können, weil für mich ist es ein Spaß. Für Marvin ist es so am Festigen, was ist die erste Mission. Ansonsten, die sind natürlich weggeflamed. Ich Trottel habe halt wirklich scheiße aufgestellt, weil ich nicht seine Einheiten angeschaut habe, dass da 2 Flamer-Truppen dabei waren. Hier ist einer tot, die gehen gleich in den Schatten, das heißt, sie kommen wieder. Hier drüben hast du, glaube ich, von dem 10er-Trupp hast du genau, da haben die beiden 6 Stück weggeschossen. Das heißt, die 4 gehen auch gleich wieder in den Schatten rein, dann ist da auch erstmal wieder Ruhe. Die versuchen gleich den Doppelcharge, haben wir festgestellt, dass das echt eine scheiße Einheit ist. Ich habe mich mega gefreut, boah, ich greife an, doppelt, mach die alles kaputt. Wird vielleicht auch passieren, das Problem ist, der Penner darf mit seinen Fahrzeugen Abwehrfeuer geben. Super schöne Formation. Und noch zusätzlich, er darf mit seinen, also wenn er mal gegen die spielt, er darf mit seinen Raketenwerfern so schießen, als wären das Flammenwerfer. Bloß halt nicht mit dem Profilwertstärke 8, oder? Nein, sondern mit dem Defensiv halt. Genau, mit ich nehme ja dann quasi die Raketenwerfer haben ja 2 Profilwerte, die 8er Raketen oder die kleinen Raketen. Ja, also 2, 4, 6 Raketen. Aber es wären dann nur 6 Schablonen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber 6 mal W3. Ich wollte gerade sagen, 6 mal gegen Chinzias halt. Ja, gut. Also im Endeffekt, Marvin hat hier gut rumgeschossen, wenn wir mal den angucken hier. 10er weg, da sind nur noch 3 übrig. Da was weg, dort was weg. Schwarmtyrant weggeflügelt, weil ich ein Dussel bin. Oh, Junge. Ja, gut. Handicap. Ab geht's, ich schau mal, was passiert. Ach, 5-0 Führung. Ja, 5-0 Führung, schaffe ich locker. Ja, ich machst 6 Punkte, dann machen wir knapp. Der schnellste Spielbericht, den wir je hatten im 4DG, glaube ich. Stimmt, war sogar mit voller BF. Ja, stimmt. Okay, wir machen, nicht wundern, der Speed-Bat-Rap bleibt ein Speed-Bat-Rap, weil ich greife jetzt an, ich nehme jetzt mal direkt auf. Wir haben Runde 1, Runde 1, ja? Richtig, oder? Ja, meine Runde 1. Wir nehmen deshalb auf, weil ich bin wahrscheinlich gleich in Runde 2 getabled. Ich muss, also bitte in den Kommentaren, was macht man als Schienenzielers gegen so eine Liste? Ich habe keine Ahnung. Achso, da muss noch ran. Hier greifen wir an. Das heißt, ich bin tatsächlich im Abwehrfeuer da der 5-Mann-Trupp gestorben. Dadurch konnte ich noch mit denen angreifen. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. 1, 2, 3, 4. Machen wir erstmal 4. Achso, hier sind 5, 6, 7. So, Zangenkrallen. Also, ich hoffe mal, dass ich die kaputt mache. Welche Stärke haben die Zangenkrallen? Also, ich habe Stärke 4. Also und dann, 6. Ja, so, erstmal treffen. Du bist ein Antikraft, irgendwas, ist egal. Ich ganz normal, als ob ich KG1 hätte. Okay, also auf die 3 treffen. Auf die 3. So, dann nehmen wir die schon mal raus. Oh, hab ich 2 rausgenommen. So. Dann die. Warte mal, ich höre mal einfach nach. Oh, ja, 2 Sechsen sind schon da. 3 Sechsen. So, nee, das ist ja noch nicht ganz. Das ist erstmal der Trefferwurf. Okay. Dann müssen wir den noch raussortieren hier. Das trifft alles, ha? Ja. Haben wir nichts übersehen, die habe ich nur zur Seite gerollt, deswegen die 2. So, das sind die 3, jetzt kommen die 6. Ja. Zack. Da platzt 1,5 Landspeeder. Oh, 1,5, wieso 1,5, was ist denn das für ein
Ja, hier ist nochmal eine 6. Zwei Landspeeder, ja, zwei Landspeeder sagen. Auf Wiedersehen. Ich habe nur 4 Sechsen, oder? Ja. Ja gut, aber das sind ja, können ja Volltreffer, aber nee, das ist ja alles scheißegal, oder? Nee, wir mit dem ersten einen Volltreffer. Welche DF hast du? Keinen. Kannst du ja, nicht ich bin nicht offen. Ich du bist nicht offen. Okay, also schaffe ich wirklich nur Rumpfpunkte wegzunehmen. Jo, also sind zwei Landspeeder. Welche Ergebnisse wäre dir jetzt egal? Oh, Schande. Also wer hätte ich einen Durchschlag? Haben die Zankrallen nicht? Nee, die sind nur rüstungsbrechend. Ich weiß es nicht. Nee, es ist. Rüstungsbrechend ist doch. Oh, fuck. Nee, du verlierst doch beim Fahrzeug, meine ich, deinen DS, dafür kriegst du ja den ja. auf den Durchschlag. Fuck! Hätte ich nicht mehr 6 machen können, vor allem das wären jetzt nur 4 6 und mehr gewesen und dann wären die anderen beiden auch im Arsch gewesen, oder? Weil der andere, der Storm. Darktail, meinst du? Ja, der hat auch nur 2 Rumpfpunkte, oder? Ja, 3. 3? Ah, okay. Also hätte ich jetzt quasi so würfeln müssen, noch 5 dazu. Okay, das wäre natürlich Überschnitt gewesen. Alles klar. Darf ich noch gegen Fahrzeuge? Nee, darf ich gar nichts ran positionieren? Gar nee, nichts Läufer schon gegen Fahrzeuge nicht, war es ja. Da okay, dann sind die eben irritiert irgendwie. Ja, hier darfst du eher zuschlagen mit deinen 3 Leuten. Oh mein Gott, 3 Attacken, welches Karriere hast du? 5 des Todes oder so. Also, du hast mich nicht auf die 3, auf die 4 auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich hätte ich mal ja. auch, ne? Einfach wir gucken mal, Aberrant's KG4. Ja, auf die 4. Hm. Oh, komm schon, gib ihm. Ja, eine Wohnung. Ja, 4 nur Pain. Nein, einer einen Lebenspunkt weg. Warum? Du kannst rüsten. Haben die Rüstung? Bestimmt, oder? Achso. Eine 5 war sogar. Ja, aber trotzdem verloren. Ja. Oh, auch gut. Dann greife ich an. Willst du wegnehmen? Ich glaube, die haben. Weiß, wie, du heute würfelst, wie viele Attacken haben die denn überhaupt? 3, glaube ich, im Profil, ne? Ich gucke da. Schau mal. Ich habe 2 im Profil. Ja, also mit Angriff 3. Habt ihr auch irgendwie 2 Waffen? So, nee, die haben so einen Bergbauhammer. Ich glaube, nee, der ist unhandlich. Nicht, aber die sind eh des Todes, weil Stärke 8. Ich glaube, rasende Angriff oder sowas haben die noch. Frag mich nicht, ich, sind auf jeden Fall tot. Kannst ja. du neu sortieren? Ja. Oh. Ja, bleibt einfach da oben. Fertig. Arschlecken. So, nachdem der Raketenwerfertrupp eh gnadenlos versagt hat beim Verwunden ja. auf 2 Plus und wirft 3 Einsen. Ja. Gehen wir gleich mal noch hinter. Achso, hier haben wir den Angriffswurf noch nicht gemacht. Ja? Muss man noch machen. Abwehrfeuer. Im Abwehrfeuer bin ich tatsächlich mit 4 Stück gestorben. So, 8 ran. Komm, dann machen wir gleich die Attacke. Inni habe ich, glaube ich, eine höhere. Müsste eine 5 sein. Ich schau mal rüber. Neophyten, Akolyten, Inni. Nö, oh, die haben alle eine 4er Statline. Ja, dann geben wir uns jetzt hart, ne? Mhm. 3 Stück, ne, 4 sind in der Reichweite von mir. Ja. Wow. Was heißt 4 Stück? Ne, der einen kannst du noch nachmachen, du machst ja nachrücken. Du kommst ja ran. Ich greife ja an. Genau. 2 Wunden. 2 Wunden, okay. Das heißt ein 5 plus. Wenn ich wenigstens nur einen Mann habe, dann geht ab. 4 Attacken, Zankrallen, jetzt muss ich ausrasten. Der muss ausrasten. Ne, der rastet nicht aus. Ja, im Stillen. Im sehr stillen rastet er aus. Oh, Schande, was ist denn das für ein Spiel? Da hinten habe ich tatsächlich noch mit 4 Aberrants angegriffen, aber das Schlimme ist noch, man muss dazu erwähnen, dass diese Armee wirklich Abfuck ist, weil die gibt mit voller BF Abwehrfeuer. Ey, das sind tatsächlich, ihr müsst euch mal vorstellen, dass diese 5 Typen mir 4 Aberrants erschossen haben. Ne, 3 Aberrants erschossen haben. Gut. Klar, 2 Millimeter, aber volle BF ist doch voll Mongo, ey. Du bist doch. Wie kann sowas? 5 oder 4? 4. 4 oder 5? Boah, Schande. Ja, ist egal, bei 5 und 6. Muss ich mal nachgucken. Das Problem. Vielleicht stirbt er ja sogar noch, bevor er mich haut. Nee, 4 haben die, wieder schon 4 haben die. 5er Rüstung? Jo. Ja. Feel no pain. Also wird er nicht sterben? Doch, ja, stirbt. Doch, er hat ja nur einen Lebenspunkt. Oh. Ja. Super, kann ich mich schon mal neu sortieren da? Ja. Zoll, boah, die Siegeszoll. Boah, nee, ich glaube, ich gebe gleich. Also ganz gleich mal runterschocken, noch einmal schießen, aber dann wird das Spiel zu Ende sein. Ey, Jungs, ich habe nichts mehr, weil der wird runterkommen, schocken und mich kaputt schießen. Das sind ja, nur 3. Großer Trupp, ne? Ja, du schockst halt 2 Kapseln hin, dann sind die trotzdem im Arsch. Nehmen wir Surrender, du kennst das. Nee, Marvin. Du musst spielen, nicht, so eine hohe Frustration. Wie soll ich denn mit Jeans dir das noch 5 Runden durchhalten? Mit dem Rest? Boah, Junge. Bleib einfach in Reserve und wir sagen, auch wenn du nichts auf dem Feld hast, funktioniert. Bin ich nicht gelandet. Okay, hier bin ich dran. Aber nee, warte mal, habe ich durch Gelände trotzdem angegriffen? Ja, nee, ja. Ja, aber ich glaube, das ist egal. Ich glaube, du ignorierst es. Nee, ich ignoriere das nicht. Nein, die haben dort nicht. Da müsste ich Fanghaken haben. Sicher? Ja. Okay, dann würfel ich einfach mal. Sind ja, mach einfach mal, greif einfach mal an. Ist ja egal. Immer so. Achso, ich spreche eine Herausforderung aus. Was? Ja,
nimmst abnehmen oder ablenken. Du musst mich in der Herausforderung finden. Ja. Obwohl, das darf ich ja nicht wissen. Stimmt, das nicht. Du weißt es auch nicht. Trotzdem einfach, auf 1 bis 3 habe ich Nein gesagt. Ich habe auch Ja gesagt. Dann also kämpfst du gegen meine Symbiarchen, ja? Ja. So ein kleiner Captain hier denkt sich mal, der macht. Ja, dann schlagen wir zu. Zwei Attacken. Boah. Ja. Pilot aber. Drift. Okay. Die 4 sollte reichen. Oder der hat KG. Ja, nicht auf die 5, alles gut. Okay. Nichts. Okay, warte mal, was habe ich denn noch? Ich habe 3 Stärke Widerstand, wuchtige Hiebe. Ich habe aber ignorieren, unaufhaltsam. Nee, okay, Schnelligkeit hatte ich ja nicht. Das heißt, ich bleibe bei 4 Attacken mit angegriffen Symbiarch. Hat doch Patriarch, Attacken 4, genau. 5 Attacken hat er gegen den Ordenspriester. So, der trifft. Pass auf, ich fehle bitte. Ich sag dir hundertprozentig 3 Stück, die nicht treffen. Auf die 3. Nee, eine nur. Das ist untypisch, weil er ist echt sonst mega scheiße. Hat er eine meisterhafte Rüstung an oder sowas? Nein. Das ist ja ganz normaler Sergeant einfach. Okay, weil seine Klauen haben. Patriarchsklauen haben Durchschlag 3. Von mir. Ja. Stärke 8 des Todes oder so. Wie viele Runden gehen noch rüber? 3? Er braucht ja 3 Lebenspunkte, genau. So, 4 Jungs tot, dann schafft es immer noch mein Chaplain. Achso, der hat nur 2 Lebenspunkte oder was? Der hat einen. Einen Lebenspunkt hat er noch? Ist doch nochmal der Captain. Ach, du hast mit dem Captain gemacht. Ich dachte, du müsstest mit dem Chaplain angenommen. Achso. Ja. Chaplain steht da trotzdem. 2 Runden von dem normalen Typen. Jetzt kommt mein Chaplain noch. Ja. Auf die 2 Plus. Mit DS4. Das interessiert mich nicht. Ich habe ja noch. Wie viel haben wir? Ganz normal abhandeln. 5 Stück insgesamt. 5 Stück, okay. So, 5 Stück. Dann machen wir erstmal den Rettungswurf von 5 Plus. Habe ich keinen einzigen geschafft. Das ist geil. Und dann habe ich einen 4er, 4 No Pain durch meine Psy-Kraft. Habe ich einen geschafft. Also, Hammer, ey. Hammer. Ich sag doch, Marvin, ey, ohne Scheiß. Wie waren es jetzt 3? 4. 4 Tote. Gegen 4. Das ist so. So, noch ein Unentschieden. Aber gut, dann habe ich noch wie viel noch übrig? Ist ja, Gott, mein Trumpf. 4, 7, 8, 9, 10, 11 zähle ich, glaube ich, ja. Wenn mein Tropf das überlebt, solltest du die Armee vielleicht einschmelzen. 44, boah, nee, ich will ohne Scheiß, ich glaube, weiß ich nicht, ob ich. Nein, die spiele ich noch weiter. Das ist halt, ich muss die lernen, mit was ich gegen solche Armeen mache. Ich habe keinen blassen Schimmer. Dafür habe ich die Spielpraxis einfach nicht. Das sind 4 Stück. Das sind 5. So gehe ich dir auf den Sack. Die wollen ja bringen halt gegen dich viel. 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Wollte ich nicht einfach wegnehmen? Nein. Okay. Echt? Ja, gut, das sind 2 Leute. Ne? Ich weiß es nicht. Das sind aber 3 Lebenspunkte, die da stehen. Ist sehr un. Meinst du? Das wird. Wir machen mal. So. Auf die 3 alles. Weil mega totes Kampfgeschick von 6. Zack. Ja, boah, Jungs, das könnte noch ein bisschen dauern, aber ihr habt dann wenigstens etwas von unserem Spielbericht, weil ich habe noch nie einen Spielbericht in Runde 2 Ende gesehen. Gut, ich kann mich halt wahrscheinlich noch Runde 3 und 4 retten, also so ein ich surrender in Runde 3 mache ich nicht, wie manche Orks. Das war doch nicht wirklich auch schade, als ob die jemand verloren hätten. Ich glaube, bei Tau war das, glaube ich, Runde 3 gegen Tau. Zack. So, Junge, jetzt hier. Stärke, rasender Angriff, Stärke 5 auf die 3. Guck mal. Ja, aber guck mal, was ist das für eine Statistik? Ja, da hätte mal 1 oder 2 mehr. Ja, aber es können doch mal mehr 6. Lass mich doch mal rumweinen. Ich muss doch hier. Guck mal. Wie viele 6 nicht mehr? Ach, weil mir die Scheiße egal ist. Warum? Die hält das Missionsziel, die ist cool. Ja, aber das habe ich nicht, das Missionsziel. Du führst eh mit 5 und ich habe gerade mal jetzt einen erfüllt. Rüsten ist ja nichts. Weil das Problem ist, ich bin kein. Ja, das Problem ist, was ich schade finde, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder so. Ich habe doch, glaube ich, durch meine Formation habe ich keinen Objective Secured, oder? Endlose Kultpfade über Generationen vorbereitet. Nee, ich habe erzählt, das ist zum Beispiel auch schade eigentlich, dass man die Formation spielt und keinen. Eine Formation, die du in deinem Meta-Detachment spielst, die Objective Secured. Nein, habe ich nicht. Auch nicht deine komische Kultding. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es habe oder so, aber ich hab's nicht. Ich müsste normal nach Regelbuch spielen. Gut, man könnte überlegen, spiele ich eigentlich eher lieber nach Regelbuch und hätte es dann lieber? Ah, nee, habe ich nicht, bin ich bescheuert, macht man nicht. Dann habe ich ja die ganze Infiltrationsgeschichte nicht und alles.
Insurrection mit Blood Cycle, mit Subterrain Uprising und Kultmutanten. Nee, du hast noch kompliziertere Namen. Ne? Ja. Ich krieg noch ein paar Zahlen von. Ja, ich weiß. 00157. Gamma. Nee, gerade auf der Stelle nicht. Boah, Schande, Marvin. Ja, gut. Das heißt, meine Runde ist zu Ende. Ich positioniere die noch neu. Dann kann ich vielleicht mit 2 Zoll nicht mehr ins Gelände rein. Boah. Nee, komm. Komm. Oh, mach mal, komm mal runter, dann schieß mich mal noch zur Klump. Also wir blenden hier mal aus. Ich habe einen Siegespunkt erreicht durch eine Herausforderung machen. Ich hatte noch, glaube ich, Vorherrschaft habe ich gezogen. Alle, ja. Oh, Vorherrschaft. Ja, geil. Nee, die habe ich rausgelegen, reingelegt. Großwildjagd durch ihre Mission C1. Und Großwildjagd, halt, die hättest du die Kapsel mal gemacht? Ja, scheiß drauf, ey, 2-5. Und jetzt kommst du runter und tables mich. Nein, lass mich rumweinen. Ich hab jetzt den Mimi-Faktor. Die Kapsel ja. Ja, komm, bleiben wir noch an. Wir haben ja noch einen Akku kommt drauf. Nicht. Kapsel mit Melton. Kapsel mit den anderen Melton. Also, ich mache mir das einen schlechter. Ja, aber ist eine Kapsel kommt raus. Oh, okay. Also, halte ich auf jeden Fall Runde 3 noch raus. Gucken wir mal. Kommt nur eine Kapsel. Trotzdem wird jetzt der Rest sterben von mir. Scheiße, ey. Ich frage mich immer noch, warum ich schon wieder eine Karte drin habe, die ich nicht erfüllen kann. Boah, ey, die Armeeliste, die du spielst, also ohne Scheiß, wenn du im Turnier tatsächlich so einen leichten Gegner wie ein Ork kriegst oder leicht gerüsteten. Ich will Nahkampf. Hast du? Leicht gerüstete ja. Dienstdealer, Orks. Also 2 Dienstdealer hast du, ein Ork ist auch, 3 Armeen hast du. 3 Orks sind sogar da. Weil das Brutale, muss ich sagen, an deiner Armee, oder das finde ich halt geil, wirklich mit dem Plan, was du gesagt hast, du willst halt Abwehrfeuer mit VLBF geben. Und das ist natürlich gegen mich ist es tödlich. Ich habe eine 5er Rüstung. Ich weiß schon, ich krieg dann Eldari und ich sterbe, während ich was anderes töte. Ja, das kann auch sein, ja. Oder? Du spielst gegen Jeansiers, feierst dich voll ab und dann würfelt er nur 5 und 6 mit Angreifen. Und schießen vor allem und schießt dich kaputt. Die Kapsel kommt. Ja. Jetzt hält die mir die 3. Ja, hast du gezogen? Ja. Ich meine, wir machen es zwar verdeckt, aber... Vielleicht. Woher möchtest du das essen? An deinen Gesichtsausdruck und vor allem, dass du da hinten kommst zu 3. Jetzt habe ich mir gedacht, 2 Meltorts, Abrahams. Also, meinst du, meine Abrahams machen da irgendwas? Die 4 Stück. Boah, Schande. Fuck. Ich einfach mal wieder. Obwohl, da schieße ich so drauf. Das ist krass, aber wir spielen gerade seit einer Stunde gerade mal und sind echt wahrscheinlich gleich durch. Also, brutal, ey. Und mein größtes Problem, dachte ich, wäre der Ritter gewesen. Ja, es ist immer die Sache. Ne? Du hast einen Ritter dabei. Hast du den Nahkampf verloren? Wir haben nichts gemacht. Das ist ja das Geile, weißt du? So 4 Attacken. Ich hätte ja nur mal ein bisschen was treffen müssen. Nee, 3 daneben geschlagen, einer nicht verwundet. Ist ja nur, dass ich so Zahnkrallen habe und so ein Scheiß. Ja, ist ja jetzt nicht so. Nö. Boah, fuck, was habe ich denn überhaupt noch? Also ich habe noch tatsächlich einen Einzelnen, der wird erschlagen. Ich habe einen Trupp, 2 Trupps, 3 Truppen, 4 Truppen auf dem Feld. Wobei die wahrscheinlich erschossen werden, die sowieso, die werden jetzt dezimiert nochmal gerade da. Plasmakanonen, Ritter hält rein, also die sind des Todes. Mein Kriegsherr wird wahrscheinlich überleben durch seine Fähigkeiten. Das bringt ihn aber auch herzlich wenig. Oh, Schande, Marvin, Junge. Willst du aufgeben? Ich weiß nicht, vielleicht sollte... Ich meine, ich habe noch 2 Truppen mit Dings in... Ja, und dann muss man mal schauen. Schießt die Landungskapsel. Ja, nehmen wir mal wieder auf hier. Runde 2 immer noch für Marvin. Und schießt auf diese Ganten da. Ja, schießt er? Nix. Schießt sie nicht. Okay, also er hat mir hier zerbombt, den Trupp, war aber klar. Hier 2 Aberrants weggeschossen, da glaube ich ein paar Symbionten, 4 Stück ja, oder so. Ja, Raketenwerfern. Ja, also... Den Trupp hier vorne mit den Plasmakanonen ausgelöscht. Ich meine, klar, du hast gerade ein bisschen Output verloren, weil halt einfach nicht nur eine Kapsel gekommen ist. Aber das Problem ist nach wie vor, ich habe noch 3-4 Einheiten noch im Feld. Ich bin gleich da vorne mit den Sitzungen. Da habe ich tatsächlich vor anzugreifen, weil ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Ja. Weil mein Kriegsherr mit wuchtigen Hieben und Stärke 9. Klar, der anderen Scheiß kommt ja auch durch. Wir haben Stärke 6, glaube ich, im Angriff. Stärke 5 im Pro. Den zersäbel ich noch. Den bringe ich noch zum Explodieren. Schaffst du ja dann sowieso immer einen Volltreffer. Ja, wir gucken mal. Aber vielleicht schaffe ich auch den Charge nicht und so weiter. Ja. Das kann natürlich auch passieren. Du hast kein Abwehr... Nee, Abwehrfeuer hast du nicht. Nee, nicht. Das gibt es ja nur mit einer Formation, das ist darf. Und selbst dann dürfen es ja eigentlich nur die Warden oder die Maschinengewehre da dran. Oder die Flammenwerfer. Nahkampf haben nur, ha? Ja, oder? Ja, der epische Nahkampf. Es gibt keine Nahkämpfe. Nee, dann lass mal hier live in Action. Was haben wir? So, 5 Attacken haben wir. 5, ja. Hauen wir dort. Junge, das reicht aber. Zweimal rüsten. Nee, 3er. Okay. Zweimal. 5er. Würde behaupten, der geht. Ja, aber der geht nicht ohne. Werde ich nochmal.
Ja. Dass dieses um sich treten werden, so, nee. Zertreten wird. Höheres Kampfgeschick. Wie sich das für Käfer gehört. Ja, ein Durchschlag, ja. War das weg. DS? Ja, bei einer 6. Zangenkrallen. Geht Johnny 1 oder bis, Johnny 1 bis 3, was meinst du? Johnny. Okay, dann geht Johnny. Ja, wir sind hier schon wieder am Base. Ich weiß nicht. Wer hat denn hier schon wieder 1 verloren? Das ist geil. Ja, gehst zum 5, holst dir noch die 5. Natürlich. Ja, hier drüben war kein Missionsziel, oder? Drin? Oder stehst du mit der Kapsel drauf? Ach doch. Die Kapsel steht drauf. Ich glaube, das war nichts. Darf sie zwar nicht, also sie muss daneben, aber okay, gut, zack. Weil es sind als unpassierbar, aber da hat er eins, da hast du eins. Ja, Vorherrschaft kannst du tatsächlich irgendwann holen, ne? Also die 6 hast du, da hast du. Du hast sogar aktuell, hast du alle. Mit Kapsel steht noch dran. Ja, also krass. Ich kann die noch zur Seite schieben, wenn ich nicht draufstellen darf. Ja, draufstellen darfst du tatsächlich, aber es ist egal. Ja, die 10 als unpassierbares Gelände. Schieb ich mich? Ein Stück. Fällt mir gerade so ein bisschen auf, zack. So, aber ist eigentlich latter. Ja. Schon ist alles cool. Boah, fuck, ey. Und, ich weiß schon, warum ich Vorherrschaft nicht aus dem Deck geworfen habe. Ja, mit einer Kapselliste würdest du das sowieso nicht machen. Aber selbst wann? Also ich habe vor anderen Armeen habe ich Angst. Jeans, ja, weil du... Ich so meine Angstarmee. Ja, weil du bist halt würfelwurfabhängig bei den Jeans, die das, was würfelst du? Ich schaff's tatsächlich echt mit meinen 15 Millionen Einheiten echt nur eine 6 und 2 Fünfen oder 3 Fünfen zu machen. Und dann kriegen noch die Aberrants eine 5 mit Schieß deine Hämmer, bitte, Junge. Okay, ja, ich bin dran, ne? Ich Moment, was hab ich denn erfüllt? Ja, irgendwie. Nein, oh, darfst du ja gar nicht wissen. Also Ziel 3. Ja, Macht des Warp schmeiß ich ab. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Warum? Okay. Vielleicht hat ja mein Captain auf einmal Psy-Kräfte. Ich schau mal hier, mein erster 5-Mann-Trupp mit Kettensäge, der wiederkommt, kommt auf die 4 wieder. Das ist das mit perfekter Hinterhalt. Ja, super, ich komme 9 Zoll irgendwo hin. So, ja gut, er hat eine Sprenggranate, kriegt er wieder, weil er hat einen verloren, der kriegt W6 dazu. Sind sie wieder auf 5. Der andere 4-Mann-Trupp kriegt auch wieder einen dazu. Nämlich auch, zack. Und was, welche Tabelle kommt er auf? 3, siehst du, ich sag's doch, das ist... Homo, 9 Zoll entfernt. Ob du erstmal welche Missionsziele beziehst. Ja, das mag ja sein. Obwohl, nee, ich halte aber so, zumindest da wegholen. Wie soll ich das machen? Warte mal, die 1 habe ich leider noch groß. Ja, das habe ich noch. 1 nehme ich auf. 6, siehst du, 1, 6 und groß wird. Klar, ich. Die groß wird jagt. So. Ja, aber die 1 und 6. Ich kann halt, das Problem ist, siehst du, ich komme nicht wieder nah genug an den Marker ran. Weil ich darf halt auftauchen, aber ich muss 9 Zoll entfernt sein. So, die 1 ist dort. Nein, weißt du was, ich mach das echt easy. Also ich mach mal kurz aus, beweg mich, weil einhändig ist ein bisschen doof und Akku gibt auch gleich alle. Ich werde jetzt als mein persönliches Missionsziel mir setzen, dass die noch versuchen, den Typen zu jagen. Jo. Der Rest ist, ja. Dann werde ich männlich weglaufen. Nein, wirst du nicht, ich krieg dich jetzt. Wer weiß. Jo, wir sind nahe, wir gucken gerade nach. Der Clown, das klingt ja, klar. Nee, das ist ja kein Paar. Der hat nur Clown, ne? Ja. Ist egal. Mein Patriarchtrupp hat es tatsächlich geschafft anzugreifen. Also das heißt, mein Missionsziel für dieses Spiel werde ich vielleicht erfüllen können. Wir gucken mal, was können tatsächlich noch 2, 4, 6, 7 Chinsiers mit einem Patriarch, der gerade in psionischer Enrage-Phase ist, gegen einen Ritter ausrichten. Der hat im Grund 4 Attacken, hat angegriffen, hat 5. So, ich habe ein Monsterkampfgeschick des Todes. Wuchtige Hiebe sagt an. Was sagt denn eigentlich Wuchtige Hiebe nochmal an? Das war nur wuchtige Hiebe und es gab zwei Sachen, die klingen ähnlich. Mit meinem einen gibst du alle Attacken auf und hast Stärke doppelt. Aber ach so. Du hast doch jetzt plus 3 Stärke durch Eisenarm. Ja, ist egal. Plus, genau. Ich glaube, war nicht wuchtige Hiebe, dass du automatisch Durchschlag 2 kriegst oder so? Keine Ahnung. Aber wir gucken einfach mal. Wir machen den Würfel denn einfach so kaputt. Wir haben 5 Attacken. Stärke 9. Ja, vergessen wir auch immer. 5 Attacken. Ich treffe dich auf die 3. Guck mal, der fällt eh immer im Nahkampf. Der ist kein Nahkämpfer bei mir. Ich weiß das. Triffst auf die 3. Ja. 2 nicht. Stärke 9. 13 brauche ich eine 4. Na, ein Streifen Volltreffer. Der Voll hat ja meine kleinen DS, ne? Nee. So, aber da muss ich die zur Explosion bringen quasi, aber das geht ja nicht, ja? Geht ja nicht, weil ich meine, wir lesen nochmal kurz Rüstungsbrechen nach. Ich meine, du kriegst beim Fahrzeug nur den W3er und das DS ja. Ist nur ein. Ich weiß nicht, was Wuchtige Hiebe macht. Ich hätte tatsächlich eine 6. Also wenn wir nochmal nachgucken, weil wenn ich Durchschlag 2 behandelt werden würde, dann hätte ich ja eine 7 jetzt. So, ein Streifschuss, also ich hab 2 Rumpfpunkte schon mal weggenommen. So oder so. Wuchtige Hiebe. So. Hier ist schon mal Spiel W, aber wo ist Wuchtige Hiebe? So, wir machen erstmal den Rest, dann kannst du noch nebenbei suchen, dann haben wir es ein bisschen beschleunigt. Wir haben noch 7 Stück, habe ich. 1, 2, 3,
4. Ja, du hast DS2. Alle Nahkampfattacken eines Modells mit dieser Sonderregel mit Ausnahme von Nahkampfattacken werden mit DS2 abgehandelt. 7. Ja, ist ja geil. Ja, dann kannst du sogar einmal versuchen, mich zum Explodieren zu bringen. Ja. Okay. Ja, also. Den Explosieren hatte ich schon bekommen. Das W3. Ich hatte eine 6 gewürfelt. Tatsächlich. Ist sogar auf Kamera. Echt krass. Ja, ja, du, ja, tatsächlich. Also, war das jetzt die fast geschafft? Wie viel? Ja, wie drei. Genau, also drei Stück hat er verloren, richtig. Habe ich jetzt verpeilt? Genau. Nächste, vertrau mir auf Kamera, habe ich tatsächlich gemacht. Ich vertraue dir immer, du bist der Händler meines Vertrauens. Ja, so, dann gucken wir mal hier. Ich treffe dich auf die 3. Oh, das ist mal ein Wurf. Seit wann kämpfen die so gut? Die treffen. Ja, gut, also ich glaube, ich werde den. Rüstungsbrechen gibt nicht den DS2 auf Fahrzeuge. Nur den W3er für den Durchschlag. Zack, das sind meine Treffer gegen dich. Und jetzt muss ich 6 würfeln. Bitte nicht. Was ist das für eine Statistik? Ja, was ist das? Hast du 1 HP? Alter, was ist das für eine Statistik? Ja, ich glaube, du hast tatsächlich echt. Ich hab 1 HP. Oh, Junge. Jetzt kommen diese drei Karte davon. Ich KG bei dir im Schnitt wird. 6. 6. Die 6 wird die 6 und 6. Hast du ein Modell vernichtet? Ein Schimmer, aber jetzt kommt das Stampfen. Oh. Eine Schablone. Du weißt, diese eine Schablone kann töten. Ja, es sind 4 Stück oder so was. Oder 5, komm, nehmen wir 5 mit. Ja, ja. 4 plus dein Chef. Oh. Ja, aber kannst du Achtung Sir dagegen machen? Weil ich bestehe automatisch. Ich habe in ihrer Toilette schon nachgeguckt, da ich mit Daniel die Diskussion. Wie willst du jetzt echt in meiner entscheidenden Phase, wo du noch einen Würfel hast, lackst du rum und würfelst eine 6? Ja. Der ist rot, das ist wie mit Orks. Wenn die rot angemalt sind, fahren die besser und der Würfel in rot würfelt besser. Also ich habe gerade gesagt, wir spielen noch bis Runde 3 und ich gebe nicht auf, aber das ist jetzt gerade Runde 2, meine Phase. Also das wäre das und den Achtung Sir, gucken wir mal schnell nach, weil ich bin mir sicher, in ihrer Tat stand drin, bei dem Entfernnis aus dem Spiel kannst du nicht Achtung Sir auf die 1 gehen. Ach ja, stimmt, ist ja geil. Konntest du Achtung Sir, aber die 6 konntest du nicht Achtung Sir. Ja, weil es kein, macht ja auch Sinn, weil du ja quasi Achtung Sir ja nur gegen Schaden machst und du hast ja quasi, glaube ich, keinen Schaden. Das ist ja keine Wunde. Ja, gut. Das können wir gerne nochmal nachlesen. Ja, können wir gleich nachlesen, aber es ist auch gerade zeitlich so gut, dass wir echt, dass ich aufhören kann, weil ey, das ist ja der Kriegsherr. Ich krieg noch nicht mal den, ich kann die ausrippen, ey. Ja. Schande hat der mich auseinandergenommen. Ja, leck mich da im Arsch. Runde 4 schaffen wir auf jeden Fall noch. So müssen sie. Du kannst mich mal am Arsch lecken, es gibt keine Runde 4. Wie? Ja, was will ich denn mit 2 Fünfer-Einheiten machen? Du kleiner Piep! Sterben? Junge, da kommen noch mit 3 Kapseln runter, dann hat man alles. Ich habe noch 2 45-Punkte-Truppen. Ja, mach mal. Da können wir ja live auf Kamera, aber Junge, es wird keine Runde mehr geben. Kapseln ohne Captain. Ja. Kapseln ohne Captain? Ja, es. Siehst du? Ja, 2 Kapseln. Du wirst doch jetzt 5 Mann drum wegschießen, du kleiner. Ich würde gerne wissen, was er gezogen hätte. Jetzt zieh ruhig mal. Schade. Ja, aber du führst ja eh schon. 2. Richtig, aber ja, hast du auch wieder automatisch so. Und warte, wie viele Punkte hast du schon? Also ich kriege jetzt gerade W3 für Dings, sprich 2 dafür und dann hätte ich in meiner Runde 1 und 2 auf jeden Fall. Ja, wie viel hast du generell schon? Das sind ja die jetzt hier, deine Punkte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 Punkte. Plus 2 würde ich jetzt die Runde auch schaffen. Sind 10. Und Durchbruch würde ich auch hinkriegen. 10, weil, 11. Durchbruch steht, glaube ich. So, hast du 11. Dann kriegst du aber noch nach TTM Masters Sache, kriegst du ab Runde 3 nochmal 10 Softscore-Punkte oder 15. Ich bin mir nicht ganz sicher. Halte jeden Marker, Ja, also das ist brutal. Also das war so ein. 6, 10, 12. Ja. Softscore-Punkte wären das nochmal. Also kurzum, Jungs, war ein schnelles Spiel. Keine Ahnung. Also ich bin echt. Gerne für Tipps offen, also sagt mir mal, was macht man mit Jeans, die das, wenn man gegen so eine Liste spielt? Soll ich wirklich dann nur noch in die Geländestücke reingehen und versuchen zu verweigern, dass ich halt mit quasi Deckung arbeite, Reserve komme, wenn ich die Reservewürfe verkacke, dass ich nicht angreife, auch wieder in Gelände reingehen und wieder zurückspringen? Also das wäre wahrscheinlich echt die beste Taktik, theoretisch. Die Frage ist, ob es funktioniert, ist ja eine andere Geschichte. Ist das auch nicht. Weil, gut, ich hätte dann halt immer einen 4er Schutzwurf gegen dich, weil das ist echt krass, dass du halt, wenn ich dich... Das Abwehrfeuer ist tödlich. Ja, Schlimmste, ich wollte gerade sagen, ich würde mich ja über eine 6 freuen, wenn ich eine 6 würfle bei dir. Aber die Sache ist, ey, du gibst ja volles Abwehrfeuer. Und gegen 5-Mann-Truppen mit 10 Schuss volles Abwehrfeuer, Bolter, das nimmt mich ja auseinander, ey. Ja, okay, ein Melter ist immer drin, das sind ja 8 Schuss. Ja.
Das heißt, die Aberrants sind. Die Bolter lohnen sich ja gegen richtig, das heißt, die Aberrants gegen dich sind auch tot. Mit dem, das sind 16 Schuss. Boah, wenn ich runterkomme, schieße, wenn du mich dann noch angreifst, hat der eine Trupp 5 Mann 16 Schuss auf dich abgegeben. Also Respekt, ja, Jungs. Also war ein schnelles Spiel. Wir haben jetzt quasi, jetzt würde Marvins dritte Runde angehen. Der würde mich da wirklich runtertabeln, weil ich wirklich nur noch 2 Fünfer-Einheiten habe. Ja, hier ist noch, die fliehen, glaube ich, sogar deine Tyrannie. Ja, die fliehen, genau. Das heißt, ich habe meine 2 Fünfer, die zerschießt du, die fliegst rum, stimmt, kaputt. Die sind noch zu zweit jetzt, die. Richtig. Die sind zu 5. Genau, und die, gut, die sind jetzt noch, die 2 sind noch übrig, klar. Aber da fliegst du rum, der eine hat nur noch, glaube ich, einen Lebenspunkt. Also, es ist egal, ja. Also, leider, ich kann ja auch nicht mehr durch Mission ziehen und du holst halt einfach. Nee, du kriegst mich jetzt auch. Also, Respekt, die Liste, das ist eine Assi. Also, das heißt, Assi-Liste ist nicht, aber gegen die möchte ich nicht gerne spielen. Also, das ist. Ja. Ich muss getinkte Würfel mir. Hab ich natürlich nicht gegen gesagt. Elder und sowas werde ich Angst haben gegen andere Marines. Ich habe tatsächlich noch nie gegen eine andere Drophorn-Armee gespielt. Da bin ich mal interessant. Ja, gut, das ist so ein Konter wahrscheinlich. Runterkommen der andere. Ja, was machst du dann? Gehst du trotzdem an die Kapsel an, die Schockse. Wie viele Kapseln hast du? Ich habe jetzt nur 8 mit, keine 9, weil das nicht gepasst. Ja, guck mal, aber bei 6 Missionsmarkern, dann ignorierst du den Marker 1 und 2, weil das ja nur ein Punkt wert ist. Und mit den anderen Kapseln kommst du immer mit 2 Kapseln an einen Missionsmarker. Dann fängst du ja immer an, wo hast du die hingestellt und hat er die vielleicht vor dir besetzt, weil er vor dir anfängt. Das ist ja dann auch ein bisschen... Das ist ja richtig, aber ansonsten, wenn du zuerst anfängst, dann stellst du zwei Kapseln, die 3er so zu, dann noch 10 Mann hier rum und dann sagst du erstmal Arschlecken. Aber was ich bei mir falsch in Erinnerung hatte, ich hatte in Erinnerung bei der Formation mit den... Ravenwing Support Schwadron, dass ich das für alle Dark Angels dürfen die Abwehrfeuer geben. Es war aber nur für alle Ravenwing. Das habe ich später gesehen, nach Abgabe der Armeeliste. Okay, jetzt können sie sich selber Abwehrfeuer geben, auch mit voller BF, es sei denn, sie sind gejinkt, dann nur mit BF2. Ja. Die Formation kriegen die nämlich auch noch hier grimmige Entschlossenheit. BF mit Abwehrfeuer 2. BF mit Abwehrfeuer 2 war mal ganz falsch. Ja. Also, Abwehrfeuer mit BF2. Also die dürfen jetzt BF2 Abwehrfeuer geben, wenn oder wenn sie ausgewichen sind. Wenn sie ausgewichen dürfen sie es auch voll. Voll. Also quasi macht deine gesamte Armee Abwehrfeuer voll. Ja, außer der Trupp, wenn er abgecheckt ist. Ich habe auch überlegt, mein Captain ist jetzt halt komplett nackt. Da hätte ich den, glaube ich, lieber mindestens 20 Punkte mit der Assault Cannon einsparen sollen und den Bike geben, übel, wenn er irgendwo hin und her fährt zum Missionsziel. Ja, also mein Fehler ist Nummer 1, A, gegen die zu spielen und B, meinen Schwarmtyranten zu behindern und aufzustellen. Ja, halt Nacht, das sind 90 Punkte, die ich quasi verschenkt habe für eine Bolter. Warum hab ich meinen... Wobei, warte mal, was mir gerade einfällt, ich bin ja ewiger Krieger mit meinem Kriegsherr. Würde der da automatisch trotzdem sterben gegen die Tanke? Ja, stimmt, ja, trotzdem sterben. Ja, auch? Wirklich? Können wir auch gerne gleich nochmal nachlesen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Aber selbst wenn, wäre das unerheblich. Also klar, ich würde vielleicht den Ritter, das wäre meine einzige Trophäe, ich würde den vielleicht wegkriegen oder hätte ihn weggekriegt, aber boah, weil Junge. 6 bei Stomp sagt ja, entfernen ist aus dem Spiel und nicht, der kriegt eine Runde. Ja, aber ewiger Krieger sagt, das kann nicht sofort ausgeschaltet werden. Wenn du ausschalten eine Wunde kriegst, wirst du das als eine Wunde behandeln. Aber das ist wieder die Sache. Ja. Ne? Egal, die werden wir euch, oder? Marvin liest ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, wir kriegen auch ein 20-30 Minuten Video hin. Ja, man beachte. Da sagt halt, verliert einen Lebenspunkt statt auf 0 reduziert zu werden automatisch. Aber TK sagt, glaube ich, und Stomp sagt, tschüss. Tschüss. Ja, wir sagen ja auch mal tschüss erstmal, dann können wir noch ein bisschen aufräumen. Jo. Ja. Was liest man aber nach Gaudu? Bleib mal, oder? Ich guck gerade bei TK, das müsste ja, wenn hier die 6 ist. Achso, okay. Dann peinliches Schweigen. Mhm. Ja. Hatte er. Keinerlei Schutzwürfe erlaubt. Hatte er nicht einen Schutzwurf? Sagt man. W6 plus 6 Lebenspunkte kostet. Achso, er würde W6 plus 6 Lebenspunkte verlieren. Das ist halt der Todesstoß, ne? Ja. Bei TK, aber Stomp sagt ja, nimm es weg. Müsste gerade nur bei Stampfen. Okay, also TK würde eher immun sein, da würde er tatsächlich nur einen Lebenspunkt verlieren. Vielleicht kommen wir ja gleich, wenn wir nochmal nachgelesen haben, doch noch wieder unterlebt was. Ja, nein, kommen wir nicht, das ist das Ende. Da hätte ich nur meinen, da hätten wir, können wir nur noch Video festhalten, wie dein Ritter platzt tatsächlich, aber. Na gut. Ja, dann viel Spaß beim Abfeiern, dass die Jeans jetzt hier auseinandergenommen wurden. Junge, ich fühle mich wie so ein Ork-Spieler. Oder ist dein Imperator jetzt? Einfach kaputt, ja. der ist woanders. Alles klar. Da. Dann bin ich raus, Marvin auch. Erster Best-Rap hier, Gast-Best-Rap mit Marvin. Es wird noch einen anderen geben, dann demnächst mit auch 2 vollbemalten Armeen, wo wir ja nicht unsere Turniersachen zeigen, die nicht bemalt sind. Ja, schauen wir mal. Alles klar, dann sind wir raus. Viel Spaß. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.